Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe letztens festgestellt, dass ich tatsächlich ja schon ein Jahr studiere und da praktisch das Semester nun von vorne beginnt, also das Wintersemester und viele neue Erstis kommen, dachte ich mir, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich mal mein allererstes Jahr an einer Hochschule mit euch reflektieren würde und eben nicht nur diese tollen Seiten eines Studiums beleuchten würde, sondern vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plauder. Warum ich vielleicht gerade gar nicht so glücklich bin mit meinem Studium, obwohl es ja immer noch mein Traumstudium ist. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Als ich die Zusage für Jena bekommen habe, war ich überglücklich, denn Jena gehörte mit zu meinen Favoriten und stand ganz oben auf meiner Liste. Dementsprechend euphorisch und happy war ich gewesen und habe alles in die Wege geleitet, hierher zu kommen. Die Wohnungswahl bzw. die WG-Suche war nicht ganz so leicht gewesen, denn mit der Studentenwelle gibt es natürlich noch tausend andere Studenten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen, die ebenfalls eine WG oder eine Wohnung suchen. Und gerade in Jena ist es echt überlaufen und ich bin heilfroh, eine noch so schöne Wohnung gefunden zu haben, wenn auch ein bisschen mit Glück. Dann begann schon die erste Woche im Studium und ich erinnere mich immer noch gerne zurück. Ich habe darüber auch ein Video gedreht, da kannst du gerne mal reinschauen. Es war einfach schön, so viele neue Leute kennenzulernen. Alle hatten irgendwie Bock auf die Stadt oder hatten Bock darauf, neue Leute kennenzulernen, was zu erleben. Und die erste Zeit im Studium hatte ich so richtig diesen Studentenleben-Vibe gehabt. Also man hatte irgendwie Bock gehabt, auf Partys zu gehen oder in Bars zu gehen. Irgendwie irgendwas zu machen, was halt zu diesem Studentenleben dazuhört, was man sich so vorstellt. Ich hatte Bock darauf, in der Hochschule zu sitzen und einfach Neues dazu zu lernen. Vieles kam mir ja durch die Erzieherausbildung schon ein bisschen bekannt vor, aber Studium ist eben nochmal was anderes als eine Ausbildung. Ich habe mich schnell daran gemacht, einen Freundeskreis für mich auszusuchen und bin dann auch bei einer Vierer-Mädels-Truppe gelandet, wo ich dachte, ja, das könnte ganz cool werden. Ich hatte so innerlich diese Hoffnung gehabt, wir gegen den Rest der Welt, wir werden so richtig zusammenwachsen, wir werden die Mädels-Clique werden, von der ich immer geträumt habe. Aber nach kurzer Zeit hat sich dann die erste, beziehungsweise sind es ja eigentlich zwei, von uns verabschiedet. Die eine hat ihr Studium abgebrochen, die andere hat einen anderen Freundeskreis gefunden. Alles cool, kein Problem. Und dann waren wir nur noch zu dritt gewesen. Und ruckzuck standen dann die Prüfungen vor der Tür und eigentlich hätte ich zwei Prüfungen schreiben müssen, einmal in Recht und einmal in Soziologie. Jedoch konnte ich nur Recht mitschreiben, da ich an dem Tag, wo ich Soziologie hätte schreiben sollen, eine Lebensmittelvergiftung hatte, worüber ich mich heute noch ein bisschen ärgere, weil es einfach so unnötig war. Recht habe ich dann Gott sei Dank mit Hängen und Würgen bestanden, mit einer 4.0. Darauf bin ich nicht stolz, aber ich bin froh, dass ich die Prüfung nicht nochmal nachschreiben musste, denn ob ich das geschafft hätte, das wäre nochmal was anderes gewesen. Dann hatte ich noch eine Hausarbeit gehabt in Arbeitsfelder, da hatte ich eine 1,3 geschrieben. Da war ich sehr happy und sehr überrascht darüber, dass die erste Hausarbeit gleich so gut geworden ist. Und nach den Prüfungen verabschiedete sich eine weitere Freundin von uns, die gemerkt hat, dass soziale Arbeit ebenfalls nicht ihr Ding ist und sich einfach nochmal woanders ausprobieren wollte. Bunny und ich fanden es zwar schade, dass unsere Clique vom Anfang sich irgendwie komplett aufgelöst hatte, aber wir waren froh, dass wir wenigstens noch uns beide hatten. Im Allgemeinen waren wir immer noch mega euphorisch gewesen, denn das erste Semester, wo man sich erstmal so zurechtfinden musste, war vorbei und nun geht es erstmal so richtig los. Jetzt lernt man die anderen noch viel besser kennen. Jetzt wird man noch andere Freundschaften knüpfen. Jetzt bekommt man so langsam Wahlmodule und kann sich seinen Stundenplan selbst zusammenstellen, sodass es für einen passt. Und wir waren alle so mega glücklich und mega aufgeregt und haben uns total auf das zweite Semester gefreut. Und dann kam Corona. Am Anfang hieß es ja nur, dass das Sommersemester sich um ein paar Wochen nach hinten verschieben wird. Wir dachten uns, naja, nicht schlecht, dann haben wir länger frei, waren also noch relativ glücklich damit. Aber dann wurde uns relativ schnell mitgeteilt, dieses Semester wird komplett online stattfinden. Und am Anfang war ich immer noch sehr begeistert davon, weil ich mir dachte, wow, dann kann ich mich so richtig reinplanen, dann muss ich das Haus nicht verlassen, spare Zeit und kann noch viel mehr für die Uni tun. Ich war so ein richtiger kleiner Streber, um ehrlich zu sein. Ich hatte auch fast alle meine Wunschkurse bekommen und hatte einen richtig coolen Stundenplan gehabt. Jedoch hat er irgendwie dann gar nichts mehr gebracht, weil ich ja eh nur zu Hause war.
es war ein eher schleichender Prozess gewesen, bis ich gemerkt habe, dass es mir eigentlich im zweiten Semester immer schlechter geht. Man hat sich kaum noch gesehen, es war ja auch Ausgangssperre und so gewesen. Man hat wirklich nur drinnen gesessen und Angst gehabt, überhaupt noch vor die Tür zu gehen, weil man nicht wusste, okay, was wird jetzt passieren, wie schlimm ist Corona wirklich, wie geht es jetzt weiter. Und es war zwar sehr aufregend, diese Zeit, weil wer macht denn schon so eine Krise mit in der krassen Form? Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ich lerne irgendwie gar nichts mehr im Studium. Klar, das alles war irgendwie interessant, aber ich brauche wirklich die Hochschule zum Lernen. Ich muss mich in die Bib setzen, um irgendwie noch was auszuarbeiten. Und das ist dieses Semester alles liegen geblieben. Ich habe auch sämtliche Kommilitonen nicht mehr von mir wiedergesehen und ich bin irgendwie richtig vereinsamt dieses Jahr. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, ich muss irgendwie was ändern, ich brauche eine Beschäftigung, ich drehe hier durch, wenn ich zu Hause die ganze Zeit nur drin bin, und habe dann angefangen, mein Orientierungspraktikum vorzuziehen, denn das hätten wir eigentlich in der vorlesungsfreien Zeit jetzt absolvieren müssen, aber ich habe das damals auch gemacht, um zum Beispiel Wally adoptieren zu können und jetzt Zeit zu haben, mich wirklich um ihn zu kümmern und ihn zu erziehen. Im Praktikum habe ich dann erstmal gemerkt, wie schlecht es mir wirklich ging. Im Praktikum bin ich wieder so richtig aufgeblüht. Ich hatte täglich Kontakt mit anderen Menschen. Ich hatte Aufgaben. Ich habe irgendetwas Sinnvolles getan, wo ich auch wirklich die Auswirkungen gleich sofort gemerkt habe. Wenn ich zum Beispiel einen Bericht schreibe, dann habe ich mein Team damit unterstützt. Oder wenn ich irgendeine Unterrichtsstunde mit vorbereitet habe oder irgendwelche Tests ausgewertet habe. Das hat mich alles irgendwie vorangebracht und ich war richtig, richtig glücklich gewesen. Das einzige Problem mit dem Praktikum war gewesen, dadurch, dass ich es ja eher angefangen hatte, habe ich es auch gleichzeitig mit zu den Prüfungszeiten gemacht. Und ich glaube, es hat meinen Noten nicht ganz so gut getan, so wenig Zeit zum Lernen zu haben. Die Noten sind auf jeden Fall besser als die 4.0 in Recht. Alle habe ich jetzt noch nicht zurückbekommen, da werde ich nochmal ein separates Video dazu drehen. Aber sie wären bestimmt besser ausgefallen, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte zum Lernen. Aber das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ich muss einfach dieses Jahr versuchen, mal mich so richtig reinzuklotzen und mal was Gutes zu machen, damit mein Notendurchschnitt sich auch mal allmählich wieder verbessert. Derzeit steht er bei 2,3 und das ist nicht so praktisch, denn wenn man vielleicht noch einen Master machen will, dann sollte der auf jeden Fall unter 2,0 stehen, denn sonst hat man Probleme, überhaupt einen Masterplatz irgendwo zu bekommen. Und nach den Prüfungen wartete dann die nächste Hiobsbotschaft auf mich. Und zwar hat auch Vanessa festgestellt, dass soziale Arbeit nicht wirklich was für sie ist und hat beschlossen, ihr Studium abzubrechen. Und das ist so mit der Abschied, den ich am meisten bedauere, denn Vanni war mir wirklich wichtig gewesen. Ich hatte gehofft, im dritten Semester wird alles wieder normal sein und wir können da weitermachen, wo wir praktisch nach dem ersten Semester aufgehört haben. Aber leider wird es so sein, dass ich im dritten Semester alleine bin. Denn es ist ja niemand mehr von der Mädelsklicke da. Ich werde natürlich versuchen, mit anderen Kommilitonen zu interagieren und neue Freundschaften zu knüpfen. Aber irgendwie ist es schon blöd, denn man hängt jetzt ein ganzes Jahr hinterher. Andere haben jetzt schon ein Jahr zusammen durchgelebt, haben sich alles Mögliche erzählt. Und immer wenn ich mit Fremden rede, die halt schon in ihrem Freundeskreis sind und die dann sich über irgendwelche privaten Sachen austauschen, hänge ich immer daneben und denke mir so, wer war das jetzt? Worum geht's? Was habt ihr gerade besprochen? Und das ist einfach eine total blöde Situation für mich, weil ich mir denke, ich bin ja eigentlich vom Prinzip auch ein netter Mensch. Ich hatte einfach mega viel Pech gehabt in diesem Studium. Um ehrlich zu sein, geht es mir in diesem Studium zurzeit überhaupt nicht gut. Vielleicht merken das schon einige, ich versuche das eigentlich mir nicht so ganz anmerken zu lassen, aber diese Situation zurzeit macht mich richtig fertig. Ich denke mir, das dritte Semester wird wahrscheinlich auch wieder online komplett durchgezogen werden. Wir haben von der Hochschule immer noch keine Infos bekommen, welche Module Präsenzveranstaltungen in der Hochschule haben werden. Und ob ich überhaupt Module belegt habe, die in Präsenz fallen werden oder ob ich das gesamte nächste halbe Jahr wieder hier rumsitzen werde. Und da denke ich mir, da hätte ich auch woanders studieren können. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie neue Leute kennenzulernen, irgendwie mich mit der Hochschule, mit dem Studium näher zu befassen oder irgendetwas zu erleben. Aber ich merke einfach, dass es mir von Tag zu Tag schlechter geht und dass ich teilweise wirklich schon überlege, ob ich nicht auch mein Studium hier in Jena beenden soll und zurück nach Cottbus gehen soll. Denn da habe ich immerhin noch Max,
Da könnten wir sofort zusammenziehen. Wir hätten eine wunderschöne Wohnung zu einem Preis, der wahrscheinlich so niedrig wäre, beziehungsweise ist ja eher das WG-Zimmer das Problem. Mein WG-Zimmer kostet so viel wie eine komplette Dreiraumwohnung in Cottbus und das muss man sich mal wieder vorstellen, wie krass einfach diese Preisunterschiede sind. Das Einzige, was mich wirklich gerade in Jena hält, ist die Überzeugung, dass dieses Studium sehr gut für mich ist, dass es mein Traumstudium ist, dass es eigentlich alles parat hält, was ich mir so erträumt habe. Aber mal ganz ehrlich, alles drumherum finde ich hier gerade mega zum Kotzen. Ich habe mir mein Studium irgendwie ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich bin viel mehr unter Leute, ich lerne andere Menschen kennen, man knüpft ganz viele Freundschaften oder zumindest viele Bekanntschaften. Man ist so richtig am Leben. Das sollte jetzt doch eigentlich die Zeit sein, an der ich nostalgisch zurückdenke, wenn ich irgendwann mal im Arbeitsleben bin. Aber stattdessen sitze ich die ganze Zeit nur hier rum, nichts passiert. Es geht einfach immer so weiter, man wird im Dunkeln gelassen von der Hochschule, wie alles so weitergehen soll. Und man kann nichts tun, außer warten. Ich bin einfach zurzeit überhaupt nicht glücklich mit diesem Studium und dafür kann ja das Studium nicht mal was. Ich meine, die Inhalte vom Studium, die sind einfach mega toll und mega spannend und ich liebe es, soziale Arbeit zu studieren. Aber wenn alles drumherum Kacke ist, dann ist soziale Arbeit auch nicht mehr das, was einem oben hält, was einen glücklich macht. Das ist dann nur das, was einen zurückhält, nicht irgendwie aufzugeben und wieder zurückzuziehen. Mir tun wirklich alle leid, die jetzt mit dem Studium beginnen. Ich weiß, die Hochschulen und Unis tun alles daran, irgendwie für die Erstsemester-Präsenzveranstaltungen zu knüpfen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das für alle so möglich sein wird. Also es wird bestimmt auch einiges online stattfinden. Und ich finde es einfach so schade. Ich meine, ich habe jetzt ein wunderschönes erstes Semester gehabt und ein wirklich furchtbares zweites Semester. Und wenn ich mir so denke, dass dies der erste Eindruck von euch ist, dann bedauere ich euch wirklich. Aber ich bedauere natürlich mich auch gerade selbst in diesem Moment, weil ich mir denke, das geht jetzt so weiter. Und das einzig Gute an der Sache ist, dass mein viertes Semester nicht online stattfinden wird, denn dann mache ich ein halbes Jahr Praktikum. Und ich hoffe, bis dahin oder beziehungsweise danach ist alles vorbei. Ich will mir das nicht vorstellen, wenn es die nächsten Jahre so weitergeht. Also dann war das Studium für mich ein echter Reinfall gewesen, wenn das nicht besser wird. Ich bin eigentlich optimistisch, aber in letzter Zeit fällt es mir wirklich schwer, optimistisch zu sein, eine gewisse Ausstrahlung zu behalten. Irgendwann ist auch das Maß voll, irgendwann muss man auch einfach mal darüber reden. Und mein Kanal basiert natürlich auf Erfahrungsberichten. Ich kann nicht immer erzählen, wie super toll alles ist und mit diesem Tipp klappt wieder alles und damit kommst du wieder auf ein neues Level, was auch immer. Manchmal muss man sich auch einfach auskotzen, damit auch ihr wisst, dass ihr nicht alleine mit diesen Gefühlen seid. Auch mir geht es zurzeit mega scheiße und ich will, dass Corona endet. Ich will, dass alles wieder so wird wie im ersten Semester oder vielleicht noch besser, wer weiß. Aber mal ganz ehrlich, hätte ich gewusst, dass dieses Studium sich so entwickeln wird, dann wäre ich wahrscheinlich in Cottbus geblieben. Denn da würde es mir aktuell wahrscheinlich viel besser gehen als hier, ohne irgendwelche Kontakte, die innerorts sind. Ich meine, ich habe Kontakte, aber wenn die wieder deutschlandweit überall verteilt sind und alle in ihrer Heimat sind, was soll das Ganze dann noch? Ich hoffe, ich habe euch nicht so sehr mit meinem Gefühlsausbruch gerade verschreckt. Studieren an sich ist eine super coole Sache, die mir große Freude bereitet, die eigentlich genau das ist, beziehungsweise genau das Wissen für mich bereit behält, was mich interessiert, was ich mir gern aneignen würde in den nächsten Jahren. Aber zurzeit ist es einfach eine mega schwierige Situation und ich hoffe einfach darauf, dass es bald wieder besser wird. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass Corona und alles andere hoffentlich bald ein Ende haben wird. Manchmal muss man auch einfach das rauslassen, was einen so mega ankotzt, in der Hoffnung, man fühlt sich danach leichter. Und mir hat es gerade sehr geholfen, einfach mal zu sagen, was Sache ist. Nicht immer auf, hey, das Studium ist so toll, ich bin so organisiert und so weiter zu tun, was ich ja aber eigentlich auch größtenteils bin. Sondern auch einfach mal zu sagen, hey, ich bin echt, auch ich fühle mich scheiße, auch mir tut Corona überhaupt nicht gut und das Studium so an sich ist gerade nicht toll. Und damit würde ich gerne mein Video beenden. Ich hoffe, du schaust auch beim nächsten Mal wieder mit rein
Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Bleib stark. Ciao.